MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreis. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem RKT Multigaming Channel. Heute mit einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15. Das ist unser 10. Spieltag und wir sind heute zu Gast in Leverkusen. Ja, die Saison läuft einigermaßen so, wie ich sie mir gedacht habe, wie ich sie mir versprochen habe. Mal gucken, was da noch kommt. Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Die heutige Begegnung Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Mittlerweile können wir festhalten, dass dieser Mann ein wichtiger Faktor seines Teams ist, wenn es ums Tore schießen geht. 11 Treffer hat er bislang schon geschafft. Jetzt schießt er und der Ball ist drin. Der Linienrichter wedelt und zwar mit seiner Fahne. Ja. Der Spieler war im Moment der Ballabgabe im Abseits. Das Tor, es zählt nicht. Schauen wir doch noch mal rein, Buschi. Oh, das ist wirklich eine knappe Entscheidung. Kein Wunder, dass der Spieler enttäuscht ist, aber das Schiedsrichtergespann hat zu Recht auf Abseits entschieden. Hat er den mal alleine gemacht? Nicht gegeben. Christoph Kramer. Kiesling. Er attackiert ihn, er will den Ball. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Versucht mit dem Kopf. Ja, wenn er jetzt mal einen Kopf größer gewesen wäre. Schade. Oder auch zwei. Schöne Mann, Chance. Denn, an den kann er nicht rankommen, da muss er 40 cm größer sein. Schein. Christoph Kramer. Piszczek. Die verstehen sich blind. So, mal schön die Seite wechseln hier. Moritz Leitner. Kagawa. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Ball im Aus, Einwurf. Klare Linie, klare Entscheidung. Boah, es wird weggeschubst. Und hier nochmal die Wiederholung dieser gefährlichen Aktion von eben. Kagawa. Der könnte passen. Vollkommen ungefährlich dieser Schuss. Kruse. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Piszczek. Şahin. Kagawa. Schöne Aktion. Leitner. Klasse Zuspiel. Geht er rein? Gehalten zunächst. So, mal aufs Tor gehämmert. Jungminson. Ja, es gibt Einwurf.
Jungminson. Piszczek. Super Pass, sofort abgezogen und es muss Einwurf geben. Ja, Thormann wächst wieder über sich hinaus hier. Moritz Leitner. Reinhardt. Jetzt greift er ihn an. Oh ja, ein harter Zweikampf. Boah, Alter. Der Schiedsrichter pennt aber hier ein bisschen, oder was? Es muss einen Wurf geben. Jungminson. Christoph Kramer. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Nuri Sahin am Ball. Jungminson. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Und was entscheidet Boah, der Schiedsrichter? Das war natürlich faul. So, kurz vor der Pause jetzt kein Gegentor fangen. Kießling. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist, das wird sich im zweiten Durchgang ändern. So, Halbzeitstand. Also, die nehmen sich heute nicht viel, Buschi. Nee, das ist. Das gilt auch für das Spielfeld. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Papastathopoulos. Kagawa. Leitner. Oh! So, da muss man das halt alleine machen. Das kannst du nicht lernen, das musst du in dir drin haben, Stürmer. Ein absolut abgezockter Hund an dieser Stelle und der Torhüter, der träumt schlecht in der nächsten Nacht. Jetzt endlich mal was Zählbares in dieser Partie. Das hat bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Jungminson. Nichts war's mit dem Ausgleich. Sie liegen weiter. Mein lieber Mann, schöne Chance von Leverkusen. Glück, dass der nicht getroffen hat. Wolscheid. Reinhardt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Mein lieber Mann, da brennt aber die Luft da hinten. Jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein Loch aufzureißen. Zweite Großchance für Leverkusen. Oh, der sollte der Pass nicht hinkommen.
Reinhardt. Kruse. Viel Pass meinerseits. Ja. Und Achtung, genau hingeschaut. So perfekt bin ich halt auch nicht. Und der spielt ab auf die Außenposition. Bender. Kagawa. Piszczek. Kann er diese Flanke verarbeiten? Einwurf. Ja, dicht ist die Dümmel vom Tor. Da hat der Trainer entschieden, ihn vom Feld zu nehmen. Und der Applaus vom Publikum, der fällt auch ziemlich suboptimal aus. Oh ja, diesen Auftritt möchte er ganz sicher ganz schnell abhaken. Es wird jetzt darum gehen, sich wieder zu konzentrieren und beim nächsten Mal einen anderen Auftritt hinzulegen. Kagawa. Klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Achtung! Boah, den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Was soll der Trainer machen? Er ist jetzt gefragt, er bringt nochmal einen frischen Mann. Sie müssen hier was unternehmen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und vielleicht, so sagte sich der Coach, klappt's mit einem frischen Spieler. Mkhitaryan. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Kagawa. Der könnte passen! Das war jetzt gerade nicht die größte aus den Chancen. Nicht wirklich. Piszczek. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Kießling. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Kopfball. Ja. Statt ja den raushaut da hin. Na ja, der da so rum. Unglaublich. Er sich den Ball zurück. Wunderbar nachgesetzt. Lapsus wettgemacht. Die Flanke kommt gut. Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Was ist das für ein Pass? Da hat es der Verteidiger nicht schwer. Kagawa. Ich glaube, der wäre jetzt am liebsten schon in der Kabine. Schein. Nuri Sahin am Ball. Jetzt schießt er und... Boah, was für ein Tor. Schönes, schönes Tor. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Das Ganze jetzt noch mal von einer anderen Kamera angefangen. Danke an die Regie. Das kann man sich gern noch mal in der Zeitlupe angucken. Schießt man auch nicht im jeden Spiel so einen Fernschuss. Noch in der 90. Minute.
Jungmin Son. Ja. Der Sieger der Partie, Borussia. Das war ja wirklich der allerletzte Angriff. So, ja, mir persönlich hat es gefallen. 2-0 auswärts, das kann man schon, da kann man zufrieden sein. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ach ja, hinterlasst mir ein Like, wenn ihr möchtet. Tschüss.